Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sparfield. So, da sind wir wieder. Und wir wollten heute zur Galebank. Das scheint mir eine fantastische Idee zu sein. Wir haben ja die Karte. Kümmere dich um die Galebank-Wache. Okay. Hey, mein Freund. Hallo. Willkommen im Archiv der Galebank. Dürfte ich bitte Ihren Pass sehen? Das geht natürlich. Warte mal. Sind hier unten noch andere Angestellte? Oh, nein. Hier ist sonst niemand. Ja, so ist es. Ich bin komplett alleine. Aber jetzt sind Sie ja auch hier, richtig? Also sind wir jetzt zu zweit. Also ganz genau genommen, ich will ja nicht lügen oder so. Ja, klar. Werden hier alle Dokumente der Galebank aufbewahrt? Oh, nein. Das ist hier nur die Tiefenspeicheranlage. Ach so. Alle aktuellen Dokumente sind oben in der Hauptanlage. Hier werden die älteren Daten auf Langzeitservern gespeichert. Verstehe. Hier ist mein Zugangspass. Sehr gut. Einen Moment, bitte. Na klar. Oh, ja, Mr. Dombrowski. Ja. Willkommen, Sir. Ich trage nur eben Ihren Besuch ein und dann öffne ich das Archiv für Sie. Natürlich, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Ich bin, ehrlich gesagt, ich habe ein seltsames Gefühl. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Die hören uns. Okay. Es ist so, Ekliptik haben hier reinmarschiert. Die sagten, sie werden abwarten, bis sie ins Archiv gehen und sie dann überrumpeln. Ich soll sie reinlassen und mich dann aus dem Staub machen. Und wenn ich mich nicht an die Anweisungen halte, bringen sie mich um. Bitte seien Sie vorsichtig. Wer weiß, wie viele von denen da drin sind. Der wollte uns den zum Fraß vorwerfen? Das ist eine geile Wache. Wow, was für eine geile Wache. Ah, okay. Gut. Das muss ja ein Scheißjob sein, hier sehr langweilig. So, ich speichere mal eben ein bisschen. Ich guck mal kurz was. Lichtbogenschweißer, der war es nicht. Wo war denn hier? Aha. Aha, Kaliber 43, Kielhauler. Alle? Nein? Ich habe einen Fehler begangen. Wieso ging denn gerade Z nicht? Wieso wollte er gerade meine Space-Kräfte nicht machen? Was ist das? Okay, die Knarre ist ganz gut, aber...
So. Still. Das war nicht schlau. Weißt du was? So. Nachsehen lohnt sich immer. Man weiß nie, was man in den Taschen findet. Ich wollte die andere Knarre mal ausprobieren, aber irgendwie... Die ist nice, aber die ist es nicht. Die ist so schnell leer geballert und man verbringt viel mit zu viel Zeit mit Reloads. Obwohl die mit Headies gute Arbeit leistet. So, sehr viel Kaffee hier unten. Das weiß ich zu schätzen. So. Und die Spacer können hier einfach reinmarschieren, ja? Die konnten auch einfach da oben an dem Ding, am Empfang vorbei. Die konnten auch einfach den Fahrstuhl nehmen, den wir nie nehmen konnten, nur mit der ID-Karte. Den konnten die aber einfach, das war gar kein Problem für die. Und haben dann die Wache bedroht, dass sie quasi erstmal den Kunden vorschickt. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schwierig. Aber woher wissen die Bescheid? Das ist die Masterfrage. Woher wissen die Bescheid? So, ich schaue mich mal um. Hier haben wir noch irgendwo... Der Computer war drüben, ne? Genau, da war der. So, warte, hier gibt es nur Wasser, ja. Okay. Gelbank-Archiv. Dann gucken wir doch mal. Transponder-Informationen. Sämtliche Transporte der Gelbank geschehen über per CBR verschlüsselte Transponder. Diese Transponder-Beacons senden über hochfrequente Hyperburst-Scatter-Arrays einen festgelegten individuellen Langstreckenping. Diese Arrays sorgen dafür, dass die Beacons stets mit maximaler Streuung übertragen, um speziell ausgestattete Suchschiffe zu erreichen. CBR-Transponder sind mit der neuesten Verschlüsselungstechnologie ausgestattet. Sie verfügen über eine militärtaugliche Ultrabit-Verschlüsselung, vollständig zyklische Kryptomodulation und ein kaskadierendes Frequenzspektrum. Um einen bestimmten Transport zu verfolgen, bitte im Sicherheitsbüro eine Anfrage einreichen, um einen Tracking-Code zu erhalten. Die Transponder werden über eine autarke Energiequelle betrieben, durch die sie bis zu 250 Jahre versorgt werden. Hinweis: Je schwächer die Energiequelle wird, desto kleiner wird auch der Empfangsradius der Übertragung. Alles klar? Ich verstehe. Das heißt, wir müssen schon mal die Nähe finden. Und wir müssen zum Sicherheitsbüro. Datenbank-Disclaimer. Mit dem Zugriff auf das Archivmaterial wird bestätigt, geschütztes Material der Gelbank und ihrer Tochtergesellschaften zu lesen. Die in diesem System enthaltenen Informationen sind ausdrücklich nur für die Angestellten der Gelbank bestimmt. Die Weitergabe dieser Informationen an Entitäten außerhalb des Gelbank-Systems zieht die sofortige Kündigung und eine mögliche strafrechtliche Verfolgung nach sich. Bedenken sind an die Rechtsabteilung der Gelbank in New Atlantis zu richten. So, Serendipity kommt mir so bekannt vor. Nanü? Ich glaube kaum, dass wir die finden. Aha. Letzte bekannte Person. Ziel vertraulich. Startpunkt Alpha Centauri. Geplantes Ziel vertraulich. Aha. Crat Tank Ladung. Ist auch verloren gegangen. Captain DB Redgrave. Die Legacy. X-Lying. Crat Tank Ladung. Ziel vertraulich. Startpunkt vertraulich. Ziel vertraulich. Bannock 4. Bannock 4 ist es. 8 Sucheinsätze fehlgeschlagen. Und hier oben 4. Unbekannt, voller Transponderverlust. Schade. Prosperity, voller Transponderverlust. Also ein Zufall, Ziel vertraulich. Okay. Und Super Macy auf dem Saturn. Warte mal. So. Die könnten wir vielleicht noch finden. Habt ihr gerade mal fotografiert. Und die Legacy einfach nur aus Prinzip, falls ich selber suchen muss. Was ich wahrscheinlich nicht muss, aber... So, okay. Die Super Macy könnten wir vielleicht auch finden. Gut. Dann haben wir, was wir wollten. Da müssen wir der Wache noch Bescheid sagen, dass hier wieder alles tutti ist. Hier.
hier soweit. Ist hier noch irgendwas? Schüchen. Hier ist irgendwie... Oh. Die nehme ich mit. Habe ich mal verdient. Management can help. Ja, weiß ich nicht, ob das so ist. So, er ist tatsächlich abgehauen. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. So, ab in die Lobby. Das war leichter als gedacht bei der Gelbang. Bis auf die Schießerei war ja nun nichts. Ich wünsche dir viel Glück, ehrlich. Mit Gelbang ist die persönliche Finanzverwaltung ein Kinderspiel. Hm. Geld sollte nie ein Grund zur Sorge sein. Ich konnte jetzt nicht mit unserem Kollegen quatschen, ne? Ich frage mich, ob ich hier einfach Inhalte stehlen, aber... Würde ich gerne, aber dann sehen uns ja alle, glaube ich, hier, ne? Ihnen das nochmal. Okay, weiter geht's. Jetzt müssen wir direkt weiter. Ach, wir machen erstmal... Okay, wir gibt es einen Schlüssel. Wir machen erstmal kurz eine kleine Zwischenstation hier. Der Schlüssel. Dann machen wir mal. Können wir vielleicht einen Preis auch abgeben. Huch. Sieht weird aus. So, und ran da. Sequenz. Habe ich letztes Mal vergessen. Oh nein. Bot angedockt. So, und rein in die Mutti. Unseren Freund habe ich noch nicht wieder gesehen. Übrigens. Wenn du Bock siehst, sag ihm, er soll ein wenig lockerer werden. Ja, mach ich, Digga. Also ich habe eine Idee, dann sag ich Bescheid, ja klar. Er hat so kein Ding. So. Hm, hm, hm. Wenn du entspannen willst, meide das Last Nova. Bock ist im Moment eine ziemliche Spaßbremse. Echt, warum das denn? Ich geh mal kurz gucken, aber... Ist aber nicht wegen uns, ne? Und vor allem wollte ich mal gucken, ob unser Zwirbelbart-Freund noch da ist. Ich habe jetzt einen Bart wie er. Jetzt sind wir vielleicht wieder Freunde. Aber der wurde ja rausgeschmissen. Ich habe gemischte Gefühle wegen meinem letzten Job. Ich habe zwar einen Freund verloren, aber seine Creds bekommen. Aurora liegt einfach rum. Wenn ich sie ausgebe, geht's mir bestimmt besser. Ich muss mich hocharbeiten. Ich will mein Geld. Hey, mein Freund. Kann ich dir was bringen? Angeblich bist du in letzter Zeit ziemlich mies drauf, Bock. Das gefällt keinem so recht. Ich bin jeden Tag von früh bis spät hier. Da kann es den Leuten doch eigentlich egal sein. Hm. Die wollen ja schon entspannen, ne? Du hörst dir unsere Probleme an, dann erzähl mir mal, was dir über die Leber gelaufen ist. Ah, dieses Angebot sollte ich wohl annehmen. Mach das mal. Ich denke an meine liebe alte Maddie. Maddie? Meine einzige wahre Liebe. Hätte sie fast geheiratet. Doch ich verpasste meine Chance und verlor sie an meinen Kumpel. Oh. Pass auf. Willst du mir, altem Sack, einen Gefallen tun? Dann bring mir das, was mich am stärksten an Maddie erinnert. Ihren Ring. Worum genau geht's denn da? Ich war damals in Maddie verschossen. Hm. Leider nur war das mein bester Kumpel auch. Ein Typ namens Clay Diedrich. Hm. Clay und ich schnappten uns auf einem Luxusliner einen Ring nach Maddies Geschmack. Clay fragte sofort, ob er ihn haben könne. Dann machte er ihr damit den Antrag. Kurz gesagt, Clay heiratete Maddie. Dann schlossen sie sich Ekliptik an, wo sie durch seine Schuld starb. Oh fuck, tut mir leid. Das tut mir leid. Sag mir, wo ich ihn finde, der Ring gehört dir. Kein Problem. Ich habe Clay seit einiger Zeit wieder auf dem Radar. Daher wohl meine Stimme. Ja, verstehe. Ich schick dir die Infos. Für mich zählt nur der Ring. Alles andere ist egal. Okay, finde Maddies Ring hier, verlassene Ekliptik-Garnison. Oh. Okay, gut, wir machen zwischendurch mal kurz eine Runner-Quest. Okay. Da habe ich mich wohl breitschlagen lassen, aber es ist keine... Wie riecht es nach List und Tücke? Bleiben wir nicht zu lange. Ja, na gut, aber List und Tücke, das sind ja unsere... Box Krog ist schon okay. Vornamen.
Ja, warte, warte. Ich sehe, wir müssen eigentlich die Quest hier abgeben, aber ich mache kurz Abschluss mit der Vergangenheit. Maddys Ring machen wir kurz. Dann machen wir das kurz. So. Die UC werden die Fleet nie zerschlagen. Alles klar. Cockpit. Und natürlich. Sequenz. Puh. Und wir sind. Ja. Wir sind ermüdet, willst du wohl sagen. Hier. Level 50. Xi Ufi Uchi. Du hast noch nicht jedes System. Wir müssen erstmal nach Tidachi. Okay, erstmal nach Jaffa. Ach du Scheiße. Na, das kann ja heiter werden. War doch eine Kackidee. Und ich bin noch nicht Level 50. Ich glaube, ich werde zwischendurch noch ein bisschen leveln. Mit Rahmen. Kriegen wir Besuch? Guck dir das an. Ein komplett neuer Satz Sterne. Mhm. Schön hier im Jaffa-System. Ziviler Außenposten, okay. Wir können ja auch mal scannen. Achso. Extreme Umgebung, ja, da kann man wohl nichts machen. Was haben wir hier? Eisig. Aha. Schiff und noch ein Schiff. Okay, weißt du was? Ich bin neugierig. Ich will nur wissen, könnte natürlich auch Eclipse sein, ne? Oh, da kam gerade einer hinter uns. Da kam gerade Schiff ins System gesprungen. Verfallen, Natternbiss. Okay. Ich dock mal an. Sequenz. Natternbiss, 100 pro Varun. Und wenn es verfallen ist, wird er wahrscheinlich auch... Integrität, 100%, alles klar. Da wird wahrscheinlich auch keiner mehr da sein, ne? Ja. Schad, das Gas weicht aus. Was? Rabattaktion? Die Herbstaktion hat begonnen. Großartige Angebote auf tausende Spiele. Danke, Steam. Das ist aber lieb, dass das als Info im Spiel kommt. Wow, das ist aber schon sehr... Die wollen es aber schon unbedingt. Also. Justus Quist. Justus Quist Slate. Okay, warte. Wo ist sie denn? Spitzenleistung, da oben muss es irgendwo sein, ne? Ah, Kriegstagebuch. Habe ich nur Eintrag 4. Wo ist denn die Slate? Phobos-Analysedaten? Müsste die nicht hier oben bei der... Hä? Die müsste doch hier. Das sind doch die Slates. Ach nee, Spitzenleistung. Nee, offenbar sind das nicht. Okay. Da ist die. Ein altes schwedisches Sprichwort besagt, dass das Glück einem nie etwas schenkt, sondern immer nur Leid. Also... Als ich also mit Guterres Strohhalme gezogen habe, wer die Außenreparaturen vornimmt, würde ich nicht mal sagen, dass ich Glück hatte. Mir wurde nur ein bisschen mehr Zeit geliehen. Außerdem war Guterres sowieso die bessere Wahl. Er war schon immer der Mutigere. Er hat versucht, die Fleet zu bekämpfen, als sie an Bord gekommen sind, und hat bei der Schlägerei einen Zahn verloren. Ich habe mich in einer Ecke versteckt. Ich habe noch einen ganzen Mund voller Zähne, die aber ständig nur klappern. Als wir abgestimmt haben, ob wir die Leiche essen, habe ich dafür gestimmt. Wir haben dringend Energie gebraucht. Es war quasi ein Glücksgriff. Aber auch wenn ich mich am Anfang noch gut dabei gefühlt habe, ich konnte das Fleisch nicht im Magen behalten. Guterres hat mir gesagt, dass ich Glück habe. Und zu dem Zeitpunkt habe ich das auch noch so gesehen. Aber ich habe mir das Glück eben nur geliehen. Es war nie vorgesehen, dass ich es auch behalte. Das ist tragisch. Was haben wir denn für ein schönes Signal? Ich muss noch mal ganz kurz eben gucken. Nee, warte mal hier. Was ist der Status? Anzugschutz aufgebraucht? Oh.
Schadgas. Wir haben natürlich auch keinen besseren Anzug dafür, ne? Okay, ich guck mal, wie das aussieht mit dem Oh, ich sehe gerade, wie das aussieht mit dem Schaden. Ja, wir müssen hier raus, leider. Ja, dann gehe ich erstmal wieder ins Cockpit. Und... Sequenz! Ja, schade. Damit habe ich nicht gerechnet. Wir sind wieder alleine. Ja, warte mal. Schadgas. Habe ich nicht irgendwas gegen Schadgas? Zur Behandlung von Leiden. Wie genau heißt denn das, was ich denn habe? Warte. Schutz regeneriert sich. Schutzleistung regeneriert sich. Gefahrengebiete meiden. Okay. Gut, ich muss nichts machen, ja? Okay. Gut. Da war noch ein zweites Schiff. Ach, weißt du was, wenn wir schon mal dabei sind? Komm, brauche ich mal hier. Verfallen Natternbiss. Und dann gucken wir das Schiff auch nochmal an hier. Moment. Wenn wir schon mal dabei sind, ich hoffe, da gibt es kein Schadgas. Okay. Sind mehrere Schiffe. Varun. Oh, da sind die Varunen. Ja, das sollten wir vielleicht mal. Okay. Wir könnten da jetzt reinfliegen, ne? Und wir könnten Varun Shortbearer. Okay. Fliegen wir jetzt durch Varun-Gebiet? So, jetzt müssen wir nach Tidacha. So. Du weißt, dass mein Roboter den Antrieb gebaut hat, oder? Wir sind da. Oh, erwirbt die Kraft auf die Dacia 1? Was? Okay. Ich meine, das kam jetzt aber... Oh, okay. Kam ein bisschen überraschend. Oh, sieht schön aus. Das ist ein schöner Planet. Extreme Umgebung natürlich. Was habe ich mir nur gedacht dabei? Das so zu empfinden. Eine Scanner-Anomalie. Okay, das war jetzt aber mehr Glück als Verstand. Dann gehen wir natürlich mal gucken. So, ich hoffe, wir können existieren mit unserem Anzug. Extrem giftige Umgebung, natürlich. Achso. Unbekannt. Wir müssen in die Richtung, verstehe. Okay, hier sind komische Gebilde, diese Dinger da. Eine Eisrebe. Und so dies und das offenbar. Was immer die Dinger hier sind, ich habe keine Ahnung. Ein Boreas-Furz. Erstaunlich, noch gar keine aggressiven Tiere hier. So. Ich scanne hier einfach ein bisschen nebenbei mit, ne? Ihr kennt das ja. Und lass mich davon wieder ablenken. Aber es ist ein anderes Ablenken als ein Skyrim ablenken lassen, leider. Und wir haben die Kraft jetzt einfach ohne das Auge gefunden. Wir sind einfach nur zufällig da vorbeigekommen. Das ist aber, ganz ehrlich, das ist aber schon,
Wie hoch ist die Chance dafür? Obwohl die Chance ist relativ hoch, weil der Planet ja der ist, wo man automatisch ist, wenn man im System landet. Also ist die Chance wahrscheinlich höher, als ich mir wahrscheinlich denke. Junge, das Scan dauert immer so ewig, ne? Was ist da rechts? Da ist eine Konsole. Also Tiere gibt's hier keine? Null von sieben. Okay. So, die Sonne könnte auch langsam mal rauskommen. Und das wäre ganz angenehm. So, Benzul. Da sind wir. Gleich sind wir da. Kleiner Umweg hier nochmal. Ja, das haben wir jetzt auch. Prima. Ehrlich gesagt, das lohnt sich halt nicht. Das Scannen lohnt sich einfach gar nicht, ne? Ich weiß auch nicht, warum ich das mal mache. Es würde sich mehr lohnen, wenn es irgendwie, naja, gefühlt mehr Spaß machen würde. So. Wo müssen wir rein? Da. Tempelvieh? Dann rein da in das gute Stück. Ach ja, in unser Wochenendehäuschen hier. Auf Planet Frost. Und dann kommt wieder unser Lieblingsspiel. Juhu! Ja, jetzt kommt wieder unser Lieblingsspiel. Hä, was mit ihr? Sie kann es ja gar nicht mehr erwarten. Wurde sie gerade weggeschleudert von dem Ding? Dass das immer möglichst weit weg stattfinden muss, das Ding. Und dass es einfach so verschwindet. Und dann auf der anderen Seite, das ist aber auch frech. Da komme ich doch nicht so schnell hin. Alter, leck mich am Arsch. Ich hasse dieses Game hier langsam. Und die verschwinden halt immer genau und kommen dann gegensätzlich irgendwo an. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo es ist. Jo, haut jetzt wieder ab. Ich kann halt nicht so schnell dahin. Was soll der Kack? Kann das nicht eine Sekunde länger bleiben, mal wenigstens? Ich hasse diese Minigame. Dann wollen wir mal. Vielleicht nicht jetzt, doch
Vielleicht war ja gar nichts. Er ist abgehauen. Keine Sorge, die brauchst du nicht mehr. Und Level Up gab's auch. Ein Freudchen ist das. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht genau. Zwei Skillpunkte schon wieder. Ich will immer noch hier in die Tarnung rein, ne? Ah ne, Fitness wollte ich gar nicht. Was ist denn hier mit Schleichen? Ach, die Schleichangriffe. Oh, fuck my life. Aber es sind immer Nahkampfangriffe, glaube ich, ne? Oder? Wobei, hier ist eine Waffe. Und wir machen auch oft Schleichangriffe, aber... Die zählen dann wahrscheinlich nicht dazu. Ja, ich würde gerne schleichen, würde ich gerne auf Rang 2 bringen. 50% schwerer zu entdecken wäre ein Traum. Hier 75 und hier 100%. Und da wollen wir auch hin, ne? Deine schallgedämpften Waffen. Ah. Okay, wenn du im Tarnmodus mit Türen interagierst, werden keine Feinde alarmiert. Eigentlich geil, die alle mitzunehmen. Ich war jetzt halt bei der Forschung mit den Points, die wir uns auf der XP-Farm erschlichen haben. Sammle 20 organische Ressourcen von Pflanzen. Oh. Oh, okay. Wenn du eine Wunde hast. Oh, hab ich gerade nicht. Von Pflanzen. Aber müssen das 14 verschiedene sein oder einfach... Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Einfach nur... Random. Au, kalt. Korrosive Flüssigkeit. Ja, vor allem ist die arschkalt. Warte, ich guck mal. Nährstoff, okay. Hallo? Na also. So. Gucken wir gleich mal, ob das geht. Huch. Ja, es geht. Es geht. Ich habe es gerade gesehen, dass es geht. Nützlich, naja. Nützlich ist ein dehnbarer Begriff. War Sarah nützlich? Ja. Okay. Hier nochmal. Flora-Biom abgeschlossen. Okay. Frag mich, was es noch für Biome gibt hier. So, haben wir gleich mit den Pflanzen. Oh, wie schön. Ist dann weg, okay. Haben wir gleich mit den Pflanzen. Dann haben wir das mal ganz kurz eben gefarmt. Sehr grindig. Sehr grindig. So, haben wir. Prima. Dann können wir eigentlich auch schon wieder weiter, ne? Tempel 4 erkundet. Sehr gut. Und wir müssen leider auch weiter. Und zwar in Richtung da unten irgendwo. Und dazu müssten wir jetzt über, ich glaube, Alpha. Nee. Beta? Ich glaube, über Beta müssen wir, ne? Reisedaten, Tidacha? Warte mal. Beta. Also, wir springen gerade mal. Beta Marei. So, mal speichern. Oh, was war denn da Schönes? Kleines Transportkistchen. Da gucken wir natürlich mal. Und scannen können wir ja auch gleich. Sag mal, wenn das ein Level 50 System ist, wird das aber lustig mit den Piraten da, ne?
Oder mit den Spacern oder wie auch immer. Wir werden aber bestimmt kämpfen müssen. Okay, wehe, die Kiste lohnt sich nicht. Wahrscheinlich lohnt sie sich nicht. Ah, zwei Schiffsteile immerhin. Okay. Mehr haben wir hier. Oder? Warte. Was ist das da? Oh nein. Ich bin schwach. Schiffsteile kann ich immer gebrauchen. Oh, fünf Schiffsteile haben wir bekommen. So, Xi-Ofi-Uchi-Mission. Aber ich will hier trotzdem nochmal kurz scannen. Wissenschaftsaußenposten, sehr gut. Gemäßigt, Fauna üppig, Flora üppig. Huch. Aha. Labor von Neurodyne Botany? Was? Sag mal, entdecke ich hier überall was, egal wo ich hinfliege? Jetzt also doch. Landeplatz ist frei. Da führt uns auch bestimmt später eine Quest hin, oder? Wow. Okay. Ist wahrscheinlich nicht verlassen, ne? Guck mal, wir landen auch direkt neben dem Landeplatz. Cool. Unser Schiff wahrscheinlich zu groß dafür. Ob das Ding verlassen ist oder einfach reingehen dürfen und mal rumgucken. Wir werden es erfahren, aber natürlich erst in der nächsten Folge. Neurodyne, keine Ahnung, ob das ein Questziel ist für später. Aber ein bisschen gucken würde ich doch schon. Ganz kleines bisschen nur. Jetzt aber vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.